Eine Bruderschaft, liebe Schwestern und Brüder. Brüder untereinander, Schwestern untereinander. Das ist etwas, was die franziskanische Familie für sich sehr stark beansprucht und eigentlich zu Recht beansprucht. Man könnte beinahe sagen, kann man sich etwas Brüderlicheres als eine franziskanische Gemeinschaft vorstellen? Und doch, wenn wir uns in die Beschreibung des Thomas von Celano versenken, wir haben sie gestern Abend noch in Auszügen gehört, wie Franziskus stirbt, fällt auf, dass diesen Franziskus, den wir heute sehr schnell und selbstverständlich als netten Bruder ansehen, niemand als Bruder anspricht. Es ist tief in die Liturgie eingedrungen und in seinen Orden, in den verschiedenen Zweigen bis heute bewahrt, dass niemand eigentlich von Bruder Franziskus spricht, sondern wie selbstverständlich von Vater Franziskus, ja sogar vom heiligen Vater Franziskus. Franziskus von Assisi, ein Vater. Gibt es da nicht Reibungspunkte, die wir vielleicht immer wieder empfinden, wenn wir das Wort Jesu hören? Ihr sollt doch niemand auf Erden euren Vater nennen, denn ihr habt nur den einen im Himmel. Wir müssen ein wenig zurückblättern und manche Bilder abstauben, um zu verstehen, weshalb Franziskus auch, als er mit Asche bestreut auf der nackten Erde liegt, noch als Vater angesprochen wird von seinen Söhnen. Er wiederum seine Söhne mit Brüder anspricht. Ist das einfach nur eine Anmaßung? Wie wir viele Anmaßungen feststellen könnten bei Franziskus. Wie kommt er dazu, in seinen letzten Atemzügen Sünden zu vergeben? Er, der nicht einmal Priester war, sondern Diakon. Ich vergebe allen, soweit ich kann, eure Verfehlungen. Es hängt vielleicht damit zusammen, wenn wir das Evangelium, das wir eben hörten, ernst nehmen. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Paulus selber wird nicht müde, davon zu sprechen, dass Christus das Ebenbild des lebendigen Gottes ist. Das ist tief in die monastische Überlieferung eingegangen, wenn man so weit geht, dass wir in der Benediktsregel feststellen, dass das Vater unser zu Christus gebetet wird. Christus ist der Vater. Hier gibt es kein Huddelmuddel bei der Dreifaltigkeit. Das bleibt nach wie vor klar. Aber man betet zu Christus, dem Vater, und wir können das auch im Gloria, das uns oft so selbstverständlich von den Lippen geht, sehen, wie Christus als Vater angerufen wird. Christus ist die Ikone des Vaters. Wir können Gott nur so weit erkennen, als er uns in Christus aufleuchtet. In diesem wahren Ebenbild des Vaters. Christus ist das Brückenglied zwischen dem, dass er selber Ikone des Vaters ist, sodass wir ihn als Vater ansprechen, Vater seiner Kinder. Viele altchristliche Gebete nennen Christus so. Und dass es dann Christen später geben wird, die sich Vater nennen lassen. Nicht nur von Amts wegen, sondern weil man in ihnen die Ikone Christi und damit die Ikone des Vaters wiedererkennt. Kaum bei einem Heiligen ist das so deutlich wie bei Franziskus. Es ist nicht eine einzige Ikone, die uns Franziskus vorstellt mit seiner Existenz. Es ist geradezu, wenn man so will, ein ganzer Zyklus von Ikonen. Da ist zuerst die Weihnachtsikone. Das Kind, schutzlos ausgesetzt, hingelegt, wie auf einem Altar, wie wir es auch auf unserer Weihnachtsikone sehen. Nicht so sehr die vertraute Idylle der heiligen Familie, sondern das Ausgesetztsein, die Wehrlosigkeit. Eben ein Kind hineingesetzt, hineingeworfen in diese Welt. Vom Beginn seiner Berufung an tritt Franziskus so auf, arglos, wehrlos. Als würde diese Welt mit ihren Ränkespielen und all dem entstehenden Geschäftsgebaren, das er im Haus seines Vaters kennengelernt hat, gar nicht stattfinden. Wie ein Kind
setzt er sich dem nicht nur entgegen, sondern entzieht sich dem. Das berührt mich nicht mehr. In aller Arglosigkeit. Aber es ist vor allen Dingen natürlich auch die Leidensikone, die sich in Franziskus ausprägt. Die Lesung aus dem Galaterbrief hat uns das in Erinnerung gerufen, wenn Paulus für sich von den Prägemalen spricht, von den Stigmata, den Wundmalen, die wir eben auch dann nach Paulus erst bei Franziskus wiederfinden. Die Leidensikone Christi, die er in seiner Existenz ausprägt, mit allen Dingen, die dazugehören, die man ja immer aus der Ikone herauslesen kann und hineinlesen muss. Mit all dem Verrat, der stattfindet, wie bei Jesus, wie beim Apostelkreis, so Franziskus bei seinen eigenen Leuten, die ihm nachgefolgt sind. Aber wir dürfen auch die Abendmahls- und die österliche Ikone in Franziskus sehen. Wir haben das gestern Abend in der Sterbebeschreibung Thomas von Celanus gehört. Wie von selber öffnet sich das Evangeliumbuch genau am 13. Kapitel des Johannesevangeliums, 6 Tage vor dem Osterfest, als Jesus wusste, dass er zum Vater heimkehren wird. Da steht er beim Mahl auf, gürtet sich, legt das Obergewand ab und wäscht den Jüngern die Füße. Das ist das Evangelium, das Franziskus hören möchte, mit dem er gehen möchte, hinübergehen möchte. Es ist das Pascha des Franziskus, der Übergang, der österliche Übergang des Franziskus. Und so haben wir in Franziskus die Heilsikonen der Christenheit in seiner Existenz zum Ablesen. Und es gibt uns ein Kriterium, wenn wir von Vätern sprechen in der Kirche. Das ist man nicht einfach qua Amt, per Ernennung oder Urkunde oder auch nicht einfach per Weihe, sondern der Anspruch, der damit verbunden ist, ist erkennbare Ikone Jesu Christi zu sein. Einer Lebensstation Christi. Weihnachtsikone, Passionsikone, Osterikone. Ablesbar zu sein für die Menschen, die mit uns leben, damit sie sich auf Christus hin konzentrieren und wenn sie das tun, in einer Existenz, vielleicht manchmal ein leises Aufleuchten dieser Existenz sehen, den göttlichen Goldgrund Christi erkennen in einer menschlichen Existenz, wie das bei Franziskus in aller Armseligkeit der Fall war. Dieser Goldgrund leuchtet bis in unsere heutige Zeit. Aber wir sollten ihn nicht verkleinern, wir sollten ihn nicht abwischen, weil wir bei allem Gold, das irgendwann in der Kirche glänzt, einen gewissen Triumphalismus spüren. Es ist ja nicht unser Gold, das da glänzt. Es ist das Gold Gottes. Es ist das Gold des Vaters, das in solchen erwählten Menschen zu leuchten beginnt und das uns anstecken und anziehen will zur Kraft und zur Schönheit des Evangeliums.